Ja, das W bei Arvato Systems steht für über 3000 IT-Experten. Wir haben ein starkes Partnernetzwerk mit den Partnern Microsoft, Google, AWS und auch SAP. Und wir haben den Leistungsschwerpunkt im Wesentlichen in Deutschland, allerdings auch eine gute Versorgung in der Global Delivery. Und wofür stehen diese 3000 IT-Experten eigentlich jeden Tag? Für das Schaffen innovativer, kundenspezifischer Lösungen, wo jeden Tag die extra Meile gegangen wird, um die bestmöglichen Kundenlösungen zu etablieren. Wofür steht Digital Commerce? Für mich ist es die Kombination, wo wir Kunden und Konsumgüter zusammenbringen. Was heißt das eigentlich? Wir alle als Konsumenten empfinden es als extrem wertvoll, wenn wir in einem Kauferlebnis von einer Lösung zur anderen schauen können, unterschiedliche Kanäle nutzen können und dabei das Gefühl haben, dass wir die ganze Zeit besonders erfolgreich umsorgt werden. Für den Händler geht es vielmehr darum, zu sagen, wie kann ich den Kunden eigentlich möglichst effizient versorgen? Das heißt, die unterschiedlichen Entscheidungen, die ein Kunde im Rahmen seines Kaufprozesses durchläuft, entsprechend optimal zu unterstützen, sodass sowohl zum einen das Kundenerlebnis wirklich optimal ist, andererseits allerdings auch für den Händler oder den Konsumgüterhersteller eine wirklich maximal effiziente Umsetzung dieses Kundenerlebnisses quasi gewährleistet ist. Wie gesagt, ich glaube, dass zum einen Kunden tatsächlich deutlich von dieser Lösung profitieren, wenn man sich selber mal in die Situation versetzt und sagt, ich suche ein Thema und sag mal, wie funktioniert denn das bei Amazon oder wie funktioniert das in anderen Shopping-Erlebnissen, dann merken wir, glaube ich, alle, dass wir immer mehr erwarten, dass das so angenehm wie möglich abläuft, dass man möglichst wenig Schnittpunkte hat zwischen unterschiedlichen Überlegungen, die man hat, und dass zum anderen entsprechend auch unsere direkten Kunden, die Konsumgüterunternehmen oder eben auch die Hersteller, immer mehr darauf bedacht sind, maximal effiziente Lösungen umzusetzen und zum anderen eben auch tatsächlich Retention im Zeitverlauf zu ermöglichen, Rückgabe zu ermöglichen, also die gesamte Journey des Konsumenten tatsächlich durch Wow-Momente unterstützt, gleichzeitig optimal effizient abzuwickeln. Genau, das Beschriebene nochmal reflektiert, stellt sich ja die Frage, wie sieht denn eigentlich eine optimale Architektur aus, die dort umzusetzen ist? Weil wenn ich eigentlich eine Situation habe, wo ein Kunde in einer Kaufsituation entweder sich mit dem Handy sachkundig macht oder an den Laptop geht oder in den Laden geht oder diverse andere Oberflächen nutzt, um entsprechend eine Kaufentscheidung zu treffen oder auch umzusetzen, zum anderen quasi ein Unternehmen definierte Backoffice-Systeme hat, die entsprechend optimal zu gestalten sind und nicht bei jeder Kaufentscheidung neu sozusagen miteinander zu vernetzen sind, dann ist es in der Architektur extrem wertstiftend, dort sowas wie einen Mittelwert zu haben, ein Omnichannel-System, welches eben genau es ermöglicht, die Frontend-Systeme und die Backend-Systeme möglichst effizient und verschnittfrei miteinander zu verbinden und damit gleichzeitig eigentlich jede unterschiedliche Kaufentscheidung immer wieder ad hoc quasi sinnvoll in diesem Gesamtsetup zu vernetzen und damit auch immer wieder, ich sag mal, theoretisch mit der Losgröße 1 den optimalen Prozess Ende zu Ende umzusetzen, ohne dass jeder dieser Prozesse im Einzelnen vorher in den Systemen hinterlegt sein muss. Das heißt, zurück nochmal, wir brauchen eigentlich eine optimale Handelsarchitektur, eine IT-Architektur, die ein freies Fließen quasi von Daten und Informationen zur optimalen Kaufentscheidung und zum optimalen zur Kaufumsetzung entsprechend möglich macht, sodass die Frontend-Systeme und die Backend-Systeme mit einem Omnichannel-System optimal miteinander verbunden sind.